Sprache erfindet die Welt. Wie wir uns stets als Menschen durch unsere Sprache neu erfinden. Das ist so ein zentraler Ausdruck, nicht im Konstruktivismus etwas sehr Starkes, das ist eine philosophische Richtung, die sich mit der Narration beschäftigt, also mit der Erzählung, mit der Sprache. Und wir sind als Menschen erzählende Wesen, egal welche Geschichten wir erzählen. Das sind natürlich fragmentarische Geschichten. Das sind Worte, das sind Begrifflichkeiten, das sind Sätze, das sind Dialoge. Das sind natürlich Geschichten, die wir schreiben und all das. Und unsere Sprache schreibt unser Leben. So können wir das ausdrücken und sagen. So wie ich mich sprechend bewege in meinem Leben, so findet meine Welt statt. Diese ganzen Begriffe, die wir in einer Kultur geformt haben, von denen wir sagen, sie haben die und die Bedeutung, sie haben dieses oder jenes Synonym, das ist ja eine Konvention einerseits, also ein Sprachgebrauch, den wir als Menschen miteinander haben, denn nur so können wir uns verständigen miteinander. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist Sprache etwas sehr Persönliches, also etwas sehr Individuelles, wo ich meinen eigenen Sprachausdruck finde und eben auch formen kann. Und man kann sehr schön immer wieder zeigen, dass Menschen nicht nur eine gemeinsame konventionelle Sprache haben, gewissermaßen eine Standardsprache, sondern sie haben eine sehr persönliche Sprache, in der sie sich ausdrücken. Ein Stempel, also eine Eigenart, etwas sehr Individuelles in ihrer Möglichkeit als Mensch. Die Begriffe haben in dem Sinne tatsächlich Bedeutung. Beziehungsweise, wenn wir das umfassender sehen, haben sie Schemen oder Konzepte, also sehr umfassende Konzepte mit großen Inhalten, die wir erzählen. Also meistens sind das eben auch Dinge, die wir von anderen Menschen gelernt haben und an denen wir uns orientieren und die wir dann für uns selbst wiederum verinnerlichen. Also eine Mutter bringt einem Kind die Sprache bei, die Wörter bei zunächst mal. Das sind ja dann ein Wort, zwei Wort Ausdrücke, die da sind, bevor dann die Sprache komplexer wird und ich riesige Schachtelsätze konstruieren kann, die aber letztendlich eingespeist werden durch die Konvention des Sprechens, also einer Sprachkultur und andererseits dann eben persönlich konstruiert werden und Konstrukte entstehen lässt. Das heißt, um es hier auch nochmal zu betonen, die Welt, in der wir uns bewegen, wird so oder ist so, wie wir sie tatsächlich erzählen. Das, was ich ausdrücke, was ich ausdrücken kann in meiner Sprache. Und die Sprache ist ja nicht nur eine Syntax oder eine Wortbedeutung, damit etwas sehr rational Fassbares, sondern in der Sprache ist ja, um das auch hier zu sagen, eine Melodie, ein Rhythmus, eine Botschaft, eine tiefere Botschaft des emotionalen, affektiven, also des Bezuges. Also etwas sehr, in dem Sinne etwas sehr Energetisches, auch der Präsenz, die Sprachpräsenz, die Tonpräsenz, das ist ja Melodie auch. Melodie ist Musik und Musik wirkt anders als nur rational Gedachtes und all das. Die Welt wird tatsächlich so, wie du sie dir und anderen Menschen erzählst. Also muss man sich wirklich immer wieder klar machen, dass die Wahrnehmung ganz entscheidend, und zwar jegliche Wahrnehmung ganz entscheidend davon abhängig ist, wie ich etwas erzähle, wie ich etwas ausdrücke, wie ich mich mit etwas befasse und auseinandersetze. Wenn wir dieser Logik weiterfolgen, dann müssen wir sagen, und dann müssen wir wirklich sagen, das heißt, die Welt ist nicht so, wie wir sie erzählen. Sondern das Erzählungspotenzial, das ist okay, das ist unsere Möglichkeit, das ist unser Sprachpotenzial. Aber ich kann die Welt dadurch, und das kann ich im Umkehr daraus schließen, immer wieder umerzählen. Oder ich kann sie anders erzählen. Oder meine Nachbarin, mein Nachbar erzählt sie anders. Der nimmt sie anders wahr. Das heißt, wir leben in der gleichen Welt. Oder um es konstruktivistisch auszudrücken, in den Konstrukten erster Ordnung. Wir leben in einer gleichen Welt, aber wir erzählen uns diese Welt sehr unterschiedlich. Der Nachbar, wie gesagt, sieht die Tasse halb voll, die Nachbarin sieht die Tasse halb leer. Um das mal so profan zu sagen, ich denke, diesen Ausdruck kennt jeder. Die Welt ist in Wirklichkeit anders. Es ist also eine gemeinsame Welt, die wir auch gemeinsam erzählen.
Das heißt, wir sind hier in der Welt der Bedeutungen, der Konventionen, der Interpretationen, damit in einer Welt der Missverständnisse und in einer Welt der Übereinkünfte angekommen und damit in einer Vielfalt, in einer sprachlichen Vielfalt, die natürlich in Form der Sprachen die Welt formt. Wenn wir Sprachen haben, dann werden diese Sprachen die Welt formen. Es ist unterschiedlich, ob ich eine Weltsprache Englisch habe oder ob ich eine Weltsprache Spanisch hätte oder eine Weltsprache Chinesisch oder Russisch. Das ist sehr interessant. Sprachen formen die Welt. Das heißt, die Narrationen, die Erzählungen und unser Verhalten haben eine gewisse Kongruenz. Das, was wir erzählen, das verhalten wir auch und umgekehrt. Das, wie wir uns verhalten und sprachlich ausdrücken und damit denken, das formt tatsächlich die Erzählung. Es ist eine Wechselseitigkeit, die ganz stark ist. Aber um es nochmal zu sagen, die Narration, die Sprache ist nicht die Welt an sich. Insofern gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten, eine Welt wahrzunehmen und dadurch auch mit ihr umzugehen. Sprache ist also ein Abbild. So wie das Denken ein Abbild unserer inneren Prozesse und der äußeren Wahrnehmungsprozesse ist, die wir als Menschen empfinden. Sprache als Abbild, aber nicht als die Sache an sich. Das sind Referenzebenen, das sind symbolische Ebenen, Stellvertreterebenen, die da passieren. Um es nochmal zu sagen, auch wenn es ein bisschen penetrant ist, es ist nur ein Symbol, eine Stellvertretung, ein Symbolein, ein Hineinwerfen, tatsächlich einen Extrakt daraus machen, aber nicht das Ding an sich, nicht das, was existenziell tatsächlich passiert. Also Sprache ist nicht das Eigentliche, sondern nur Sprache. Sprache hat einen bestimmten Zweck, einen bestimmten Sinn, also zum Beispiel um Konventionen zu finden oder um einen Ausdruck zu finden für uns als Menschen. Es ist immer wieder wesentlich, einen Ausdruck finden zu können, unserer selbst, unserer Befindlichkeit, die ja sehr diffus ist und vielleicht sehr quälend ist oder hyper-euphorisierend ist, also positiv wie negativ, und wir suchen einen Ausdruck dafür. Sprachen sind im Grunde genommen oder rudimentär gesehen emotional. Sie haben einen emotionalen Ausdruck. Das kannst du sehr gut sehen, wenn du Tiere in ihrer Sprache beobachtest und wahrnimmst. Dann drücken die etwas aus, ihre Bedürfnisse. Dann drücken die Ärger aus, dann drücken die Liebe aus, dann drücken die Zorn aus. Und genauso tun wir das als Menschen. Etwas Emotionales, etwas Uremotionales. Wie gern würde ich mal so ein, ja, sagen wir mal, ein Hörspiel machen, weil man da eher auf die Laute hört, wo wir einfach so diese uremotionale Sprache zum Ausdruck bringen und nicht diese Worthülsen, die man oft da reinbringt, sondern dieses tatsächlich Uremotionale. Darüber sich im Klaren zu sein, ist immer wieder sehr hilfreich. Also der Wurzel all dessen ist eben emotional. Und das hat etwas mit Bedürfnissen zu tun. Das hat etwas mit Trieben zu tun. Das hat etwas mit Grundenergie zu tun, die wir haben. Irgendwann mal ist dann Sprache oder wird Sprache vom Emotionalen, wenn du jetzt an einen Säugling denkst, wenn er seine Bedürfnisse äußert, schreiend äußert, lallend äußert, also diese Urlaute hat, dann irgendwann mal, wenn er begreift, mit der Sprache besser und besser umgehen zu können, abstrakter, um vom Emotionalen zu entlasten, um vom rein Emotionalen tatsächlich auch befreit zu werden. Dadurch wird unsere Sprache denkend abstrakt. Sie überschaut etwas, sie überblickt etwas, sie ist auf einer Metaebene, sie ist in sehr unterschiedlichen Positionen, sie wird flexibler, sie wird handhabbarer. Also alle Lebensinhalte, mit denen bin ich nicht mehr so verstrickt oder so eingenommen davon und dadurch abhängig, weil das Problem des Emotionalen ist natürlich die Abhängigkeit, die dann sehr schnell entsteht. Und wir können einen Sprachausdruck bekommen, der so abstrakt ist, dass wir alles Mögliche begreifen und beinhaltet haben und auch jederzeit einer Emotion andocken können, aber nicht ihr verhaftet sind. Sprache gibt Ausdruck von inneren und äußeren Prozessen. Und dieser Ausdruck prägt wiederum den Eindruck, den ich von der Welt habe, von der inneren Welt, meiner eigenen Welt, als auch eben von der äußeren Welt.
Wenn wir an das ABC-Schema denken, jetzt eine rationale emotiven Therapie, also ein Teil der Verhaltenstherapie, wo man sagt, also ich habe A für eben die Situation, die jetzt gerade wahrnehmbar ist und meine Reaktion darauf als C-Modell, als Konsequenz ist, wie es ausgedrückt wird, dann ist es das, was wir meistens tun. Wir erleben etwas, wir nehmen etwas wahr und wir reagieren darauf. Und in der Mitte steht eben das B, das Belief, der Glaube, der Eindruck, der kognitive Leitsatz, meine Bewertung, die da ist. Und diese Bs, die kann ich eben sehr unterschiedlich konstruieren. Ich kann sie sehr unterschiedlich zum Ausdruck bringen. Ich kann Glaubenssätze verändern, ich kann Bewertungen verändern, ich kann deuten, umdeuten, probedeuten und all das. Wenn ich das tue und mir darüber im Klaren bin, dann ist meine Sprache sehr flexibel und meine Zustände, meine Verhaltenszustände, meine Denkzustände auch sehr flexibel. Und ich bin nicht mehr eben nur in der A- und C-Situation, also in der Aktion- und Reaktionssituation, sondern ich kann da unterschiedliche Wertungsmuster hineinbringen und damit Umbewertungsmöglichkeiten haben. Schließlich können wir auch sagen, ist Denken eine Art von Wahrnehmung und damit könnten wir sagen, ist Sprache auch eine Art von Wahrnehmung der Welt. Nicht? Das Denkende nimmt ja auch etwas wahr in dem Denkprozess, in dem Assoziationsprozess. Und insofern ist Sprache eine differenzierte Wahrnehmung der Welt. Wie gesagt, der äußeren genauso wie der inneren Welt. Eine differenzierte Wahrnehmung der Welt. Sprache ermöglicht mir diese Schärfeeinstellung in der Wahrnehmung der Welt, der Welten, die mich umgeben, als auch in meiner inneren Welten. Eine differenzierte Wahrnehmung. Also ist eigentlich Sprache eine Steuerung meiner Wahrnehmungs- und damit Denkmöglichkeiten. Und die Sprache ist ja eben der tätige Ausdruck des Gedachten. Und damit sind wir bei einer erzählenden Wahrnehmung angekommen. Die Wahrnehmung erzählt. Also es ist nicht nur rudimentär im Gut und Böse und Schlecht und fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an, sondern es ist nicht mehr nur auf der reinen Fühlebene, sondern tatsächlich in einer erzählenden und damit flexiblen Wahrnehmung. Und daran können wir sehen und daran können wir ermessen, wie wichtig Sprache für uns als Menschen ist. Und nicht nur für uns Menschen. Wie gesagt, Tiersprachen sind ja auch noch vorhanden. Aber es ist tatsächlich so, dass wir sagen können, dass Sprache die Welt erfindet. Deine Sprache erfindet deine Welt stets neu. Und sie erfindet sie um und neu. Und all das ist hoffentlich flexibel und möglich. Und deswegen legen wir so viel Wert auf einen Sprachausdruck, nicht nur im Deutschunterricht oder im Englischunterricht oder Russischunterricht, sondern im Sprachausdruck in der Bewusstwerdung deines Seins als Mensch, als Mann, als Frau. Wenn du dich da ausdrücken kannst, dann ist das okay. Dann findet da etwas statt, das tatsächlich dynamisch ist.